Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Pegelstand. Und wir wollen mal ein bisschen zurückblicken in den Monat Februar, der jetzt schon hinter uns liegt. 29 Tage sind schon wieder rum. Und ja, wir hatten einiges im Februar mit euch gemacht. Wir hatten einen Multistream mit Baxter Chico. Wir haben damit die Geburtstagswoche sozusagen eingeläutet. Der Februar steht ja auch immer im quasi Geburtstags Event sozusagen für rund um Seekrauts. Wir sind 3 Jahre alt geworden und haben mit euch eine Menge gefeiert, eine Menge Sachen verschenkt. Insgesamt waren es 9 Schiffe. 6 konntet ihr in Livestreams gewinnen, 2 konntet ihr in einem YouTube-Video gewinnen und ein 9. Schiff konntet ihr bei uns im Discord gewinnen. Dazu gab es jede Menge andere Sachen, Poster, Premium-Spielzeit, also eine Sachen haben wir verlost in dem Monat. Und ihr habt echt zahlreich teilgenommen, viele Kommentare dagelassen, auch echt lustige Kommentare, interessante Sachen, wie ihr uns quasi kennengelernt habt, seit wann ihr bei uns seid, welche Videos ihr besonders mögt, was man vielleicht mal machen könnte. So eine ganzen Ideen sind da so rumgekommen. Ich fand das wieder sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr toll, dass ihr so viel teilnehmen wollt und teilhaben wollt an dem, was wir hier tun und dass wir euch hier dementsprechend gut unterhalten. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dann hatten wir im Februar eine einmalige Möglichkeit, und zwar konntet ihr an Minigames teilnehmen in Livestream. Ja, also diese Dinger hier. L und Before All, das war dann die Schlacht und war da Duell. Diese Einstellung werde ich jetzt für den März erstmal wieder deaktivieren. Ich hatte zwar den Eindruck, dass euch das sehr, sehr viel Spaß macht, ja, an diesen Minigames teilzunehmen. Es wurde zahlreich aufgerufen und zahlreich mitgemacht, aber zeitgleich ist es ja auch immer die Situation gewesen, dass der Bot dann den Chat relativ voll gespammt hat und vielleicht eine Unterhaltung, die gerade stattfand, so ein bisschen gedrängt hat, also eine Sachen, und ihr habt euch in der Vergangenheit zumindest auch immer wieder gerne unterhalten und ausgetauscht über verschiedene Themen und teilweise auch Themen, die gar nichts mit World of Warships zu tun hatten, aber ja, wir werden jetzt im März dazu übergehen und Duell und eben die Schlacht deaktivieren. Es wird aber ein weiteres Spiel geben, ein Spielchen, was wir zwischendurch mal ausprobiert haben. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, da konntet ihr auf Sieg, Niederlage ohne Unentschieden tippen. Da gab es so einen Timer, der läuft dann 2 Minuten. Hier steht es nur auf 1 Minute. Und da könnt ihr dann eben Punkte einsetzen, um darauf zu tippen, ob es ein Sieg oder eine Niederlage wird. Das wird das einzige Spiel sein, was wir jetzt im März erstmal quasi beibehalten, weil es noch relativ wenig, weil ich persönlich als Streamer steuern kann, wie viel Bot- oder Chat-Nachrichten dann eben kommen. Ich drücke einfach auf Start, dann ist dieser Poll dabei. Ich sage euch dann natürlich beispielsweise diese Wette dabei. Ich sage euch dann Bescheid, ihr könnt dann tippen und dann ist es irgendwann auch wieder vorbei und man kann es halt nicht ständig wieder abrufen und quasi willkürlich den Chat belegen mit automatischen Bot-Nachrichten. Das möchten wir so ein bisschen anders steuern. Mal gucken, wie wir das in Zukunft machen, ob wir die Minigames nochmal zurückbringen, weil wir da die Timer verändern, dass wir sagen, Cooldown ist eben 60 Minuten und nicht 30 Minuten oder so eine Sachen. Wir hatten die Timer aus meiner Sicht schon relativ lang eingestellt, aber vielleicht müssen wir die demnächst nochmal, wenn wir das nochmal versuchen, nochmal ein bisschen länger machen. Das ist das, was wir jetzt erstmal so mitnehmen. Aber der Monat war nicht nur von Geburtstag und von Minigames geprägt, sondern eben auch von Videos allgemein, die wir gemacht haben. Dazu möchte ich jetzt eigentlich mal übergehen. Und zwar haben wir im Februar am Ende 37.617 Aufrufe für unsere Videos erreicht. Ihr müsst natürlich im Hinterkopf behalten, dass der Januar 2 Tage mehr hatte, aber wir vergleichen den trotzdem. Im Januar hatten wir 39.027 Aufrufe. Wenn man da drunter rechnet, die 39.027 durch 31 Tage und das dann mal 29 multipliziert, dann wisst ihr, dass wir im Februar quasi über 500 Aufrufe mehr hatten. Also im Vergleich zum Januar pro Tag, ne? Wenn man das so umrechnet. Das war der Februar in Sachen Aufrufe und Wiedergabezeit erfolgreich. Bei neuen Abonnenten ist es ein bisschen weniger geworden als im Januar. Wir hatten im Januar noch 279 neue Abonnenten, während wir im Februar 191 hatten. Die Wiedergabezeit im Februar betrug 5804,4, während wir im Januar 6125,5 hatten.
Wir hatten natürlich auch wieder sehr beliebte Videos. Es hat mich ehrlich gesagt nicht ganz überrascht, dass dieses Video als 1 gelistet ist. Der UdSSR Kreuzersplit erklärt. Das Video hat über 3400 Aufrufe erhalten und wurde am 6.2. released. Und da geht es halt darum, wie die Kreuzer demnächst aufgeteilt werden und wie World of Warships sich das vorstellt. Das war halt sehr, sehr gefragt bei euch. Auf Platz 2 haben wir den Game Changer, die Granatendurchschlag und die Panzerungsänderung, die in World of Warships wahrscheinlich mit dem Update 092 ins Spiel kommt. Da haben wir über 2320 Aufrufe bekommen. Nämlich genau diese Zahl. Und auf Platz 3 gibt es diese Änderungen, die wir immer wieder auch tracken für euch, wo wir im Ausblick über Änderungen an Schiffen berichten. Ob Forschungsschiffe oder eben Premium-Schiffe, ist dabei egal. Wir berichten über alle Änderungen bei den Schiffen. Und auch das ist dann halt ein sicherer Platz 3 mit 2225 Aufrufen bei diesen Videos. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Videos, die kurz unter 2000 Aufrufen sind oder über 1500 Aufrufe. Das ist halt immer so, in dieser Range haben wir einige Videos. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo man mal froh war, dass man ein Video hat, was 1000 Aufrufe erreicht hat, das erste Video sozusagen. Also das sind schon jetzt eine tolle Zeit, wenn ich jetzt angucke, dass quasi eine Menge unserer Videos über 1000 Aufrufe erreicht hat. Das macht mich schon sehr, sehr glücklich und irgendwo ein Stück weit auch stolz, dass wir euch so gute Entertainment bieten können, Infotainment bieten können eigentlich, dass ihr euch hier rundum gut informiert fühlt. Wir haben aktuellen Stand jetzt gerade 2.3.2020, 2.980 Abonnenten, bewegen uns also da auch genau auf die 3.000 drauf zu, sind also mega unterwegs. Mega in jeglicher Beziehung, dass das besser ist, als ich jemals erwartet hätte, dass der Kanal beliebt werden könnte oder wie beliebt dieser Kanal werden könnte. Schauen wir uns mal an, wie die aktivsten Spieler in World of Warships, beziehungsweise in unseren Livestreams eben waren, die aktivsten Zuschauer, gehen hier auf das Currency-System und ich ziehe das hier oben mal nach links. Ich ziehe hier noch das nächste Fenster so ein. An, damit das hier reinpasst. Und ihr kennt es ja, wir haben das Crowdfunding, Sichros-Euronen-Programm, könnte man sagen. Für jede Aktivität in den Livestreams, also immer wenn ihr chattet, ja, bekommt ihr Punkte bei uns gut geschrieben. Wenn ihr genug Punkte gesammelt habt, also Platz 1, 2 und 3 belegt, dann bekommt ihr sogenannte Sichros-Euronen von uns zur Verfügung gestellt. Könnt ihr sammeln und wenn ihr einen gewissen Wert an Sichros-Euronen gesammelt habt, könnt ihr uns Bescheid geben, also unter einem Livestream zum Beispiel schreiben oder unter einem Pegelstand wie diesem Video jetzt hier. Du, ich habe jetzt genug Sichros-Euronen, ich möchte gerne dat und dat aus dem World of Warships Premium Store zu dem und dem Account haben. Und wenn ihr das schreibt und diese Sache richtig ist, alles wir das soweit nachvollziehen können, dann bekommt ihr die Sache eben gut geschrieben. Solltet ihr bei YouTube eine Namensänderung machen, müsst ihr uns natürlich Bescheid sagen, damit wir das eben entsprechend auch ändern. So wie das hier schon mal passiert ist, darum steht das hier nämlich in Klammern dabei beim Tom. Wie gesagt, auch ganz wichtig, hier sind die Regeln nochmal ganz genau erklärt. Ab 15 Euro könnt ihr Guthaben einlösen, aber mehr als 50 Euro könnt ihr nicht ansammeln. Gewinnspiel ist unabhängig von Wargaming und World of Warships. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf das Guthaben und eine Auszahlung, Barauszahlung ist auch nicht möglich. Es geht darum, dass wir das für euch in World of Warships in Anführungsstrichen umsetzen. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben Punkte und zwar Platz 1 belegt Big Ben, Platz 2 Launi und Platz 3 Loradak. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. In dem Fall war es im Februar ja ein Ticken mehr vom Glück beschlagen sozusagen, dadurch, dass wir eben diese Minigames mit drinne hatten. Ein kleiner Glücksfaktor wird auch in Zukunft jetzt mit drinne sein. Ihr könnt halt mit den Punkten was anfangen, anstatt sie immer nur still zu sammeln und zu warten, dass der Monat irgendwie rum ist, sondern ein bisschen was könnt ihr trotzdem damit machen. Ja, aber ich möchte trotzdem eine Sache noch erwähnen. Es gab einen Zuschauer, der mich angeschrieben hat und gerne die Punkte neu verteilt haben möchte, also seine Punkte verschenken wollte. Da bin ich nachgekommen, auch wenn ich es sehr schade finde, dass er hier nicht weiter sammeln wollte sozusagen. Und ich habe diese Punkte, wie er das gewünscht hat, jeweils zur Hälfte an Big Ben und Launi weitergegeben. Und habe dann halt, weil das 0,5 war,
aufgerundet, kaufmännisch, wie sie das gehört. Das heißt, dass da die Punkte drin stehen. Ja, ist natürlich schade, dass derjenige nicht seine Punkte beanspruchen möchte und seine Siegraus-Euronen. Aber er hat seine Gründe, er hat sie mir auch mitgeteilt, aber die möchte ich euch jetzt nicht teilen. In dem Sinne haben wir jetzt den Februar ein bisschen zurückgeblickt. Ich gratuliere allen Gewinnern und ja, wir gucken mal kurz in den März. Ja, ich habe ja im Februar auch noch, also Ende Januar bzw. Anfang Februar auch nicht so viel verraten, was euch im neuen Monat erwartet. Das möchte ich auch so beibehalten, so ein bisschen die Spannung in euch behalten sozusagen. Wir sind im Moment noch am Prüfen oder überlegen, einen weiteren Multistream zu machen. Da müssen wir dann mal schauen. Ja, da gibt es noch nichts Sattelfestes. Wir haben so eine Idee. Aber müssen wir mal gucken, ob das erst im April passiert oder ob wir das noch im März machen, müssen wir mal sehen. Was weitere Events angeht oder ob wir bestimmte Sachen streamen, gibt ja auch KOTS, da muss ich einfach mal schauen, wie ich das organisiert bekomme, sage ich jetzt einfach mal. Der März ist voll mit Terminen und ich möchte ehrlich gesagt mich da jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen. Das ist nun mal so, Real Life geht vor, aber ja, es wird aber definitiv auch weiter Videos geben und es wird auch weiter die Livestreams am Dienstag und am Samstag geben, zumindest weitestgehend. Ausnahmen bestätigen die Regel, ihr kennt die ganze Geschichte. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht ist der März auch ein Monat, wo wir mal ein bisschen weniger Events haben. Klar, die CC-Codes werdet ihr auch weiterhin gewinnen können. Wir werden auch weiterhin Testschiffe mit euch fahren und so. Aber es wird jetzt vielleicht nicht irgendwie ein großes Event geben, in Anführungsstrichen sozusagen. Das würde dann erst wieder ein etwas größeres Event halt zu Ostern da sein wahrscheinlich, wo wir dann einen kleinen Osterlivestream machen, wo wir vielleicht was gewinnen. Müssen wir mal schauen. Ja, es gibt so ein paar Ideen, ob wir die dann wirklich auch direkt so umsetzen, das möchte ich jetzt nämlich auch noch nicht so genau festlegen, das wird jetzt mit der Zeit in unseren Köpfen wachsen. Ja, ich sage jetzt einfach mal danke für eure Zeit, die ihr hier auf dem Siegfrieds-Kanal verbracht habt im Monat Februar. Ich freue mich auf den März mit euch. Und dann, ja, wenn ihr Gedanken habt, Sorgen habt, Nöte oder Wünsche oder einfach nur Gratulationen, einfach in die Kommentare unter diesem Video. Ich lese da eine ganze Menge, auch wenn ich nicht alle beantworte oder so, aber es ist wirklich so, dass ich mich regelmäßig mit euren Kommentaren beschäftige. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, euer Siegfrieds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.